Er missbrauchte seine drei Tondomme Semikolon. Ein Vater von drei sexuell missbrauchten Mädchen die Beherrschung. Er wollte ein paar Minuten allein mit dem Mann, der seine Töchter missbrauchte. Als er die nicht bekam, stürzte er sich auf den Angeklagten. Im Missbrauchsprozess gegen den früheren US-Turnarzt Larry Nassar hat ein Vater von drei Opfern versucht, den Angeklagten während der Anhörung zu attackieren. Drei Gerichtsdiener konnten den Mann aber zu Boden reißen und überwältigen. Nassar wurde zwischenzeitlich aus dem Saal gebracht, nach einer 20-minütigen Unterbrechung wurde der Prozess fortgeführt. Nachdem zwei seiner Töchter gegen den ehemaligen Teamarzt der US-Turnerinnen ausgesagt hatten, bat Rand Almagraves Richterin Janice Cunningham um 5 Minuten in einem geschlossenen Raum mit diesem Mann. Als die Richterin dies verweigerte, bat er um nur 1 Minute mit dem Arzt. Auch dies lehnte Cunningham ab, danach ging Margraves auf Nassar los. "Ich will diesen Hurensohn", brüllte Margraves, während ihm Handschellen angelegt wurden. Als er abgeführt wurde, ergänzte er, "Was wäre, wenn das euch passieren würde?" Nach einer Entschuldigung gegenüber der Richterin wurde Margraves anschließend wieder freigelassen. "Ich schäme mich. Ich bin nicht hier, um meine Töchter in den Hintergrund zu drängen", sagte er. "Ich habe die Kontrolle verloren, ich entschuldige mich 100 Mal. Zu Beginn der mehrtägigen Anhörung am Donnerstag hatte die Richterin von mehr als 265 Missbrauchsopfern Nassars gesprochen. Mindestens 65 von ihnen seien bereit, gegen den ehemaligen US-Teamarzt auszusagen. Der 54-Jährige war bereits in der vergangenen Woche von einem Gericht in Lansing-Michigan zu einer Haftstrafe zwischen 40 und 175 Jahren verurteilt worden. Als Reaktion darauf war wenige Tage später auf Druck des Nationalen Olympischen Komitees der komplette Vorstand des Nationalen Fachverbandes USA Gymnastics zurückgetreten.